Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werden wir über die Entwicklung von Piccolo reden, also von dem ersten Auftritt von Piccolo, wo er noch Piccolo Junior war, bis zum Auftritt von Dragon Ball Super, wo er Orange Piccolo war oder halt Piccolo. Darüber wollte ich sprechen. Wir sprechen über die Charakterentwicklung von ihm und ich sage auch manchmal Momente, wo diese Charakterentwicklung stattgefunden hat. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir mit dem Video an. Piccolo, der geboren ist aus Rache seines Vaters Oberteufel Piccolo, der am Anfang von Dragon Ball nur die Weltherrschaft wollte und auch indirekte Rache für seinen Vater. Das war Piccolo Junior in Dragon Ball Classic. Und ab hier beginnt die Entwicklung von Piccolo. Denn es taucht dann in Dragon Ball Z Raditz auf, der Piccolo gleich wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Also Piccolo sieht hier schon, dass er nicht der Stärkste ist und auch kein übermächtiges Wesen. Was er natürlich in Dragon Ball Classic im Kampf gegen Goku schon gesehen hat. So, durch das Auftauchen von Raditz war Piccolo gezwungen, über seinen Schatten zu springen und sich mit seinem Ernstfeind Son Goku zusammenzutun und die Erde zu retten, die er ja regieren will. Also in dem Punkt wollte Piccolo die Erde nur retten, weil er ja diese beherrschen wollte und der König dieser Erde sein wollte. Piccolo tötet Goku mit Raditz und nimmt Gohan mit zum Training gegen die Saiyajins. Und hier kommt der ausschlagende gebende Punkt, der Piccolo geändert hat. Einer der wichtigsten Punkte im Charakter von Piccolo. Nach einer Zeit mit Son Gohan bringt er ihm auch was zu essen und hat Gohan eigentlich fast nie alleine gelassen. Piccolo hat die ganze Zeit auf ihn aufgepasst und klar wusste Piccolo, dass sie Gohan für den Kampf gegen die Saiyajins brauchen, aber man merkt auch sehr schnell, dieser böse Oberteufel Piccolo hat jemanden, der ihm wichtig ist und das ist Gohan. Also man merkt, Gohan ist Piccolo hier schon wichtig. Klar muss man auch noch sagen, ein Mensch oder ein Halb-Saiyajin, der ihn so akzeptiert, wie er ist, das kannte Piccolo nicht. Er fand in Gohan jemanden, der ihn nicht als Monster sieht, sondern auch nett zu ihm war, wie es ja Piccolo auch gesagt hat vor dem Tod im Kampf gegen Nappa. Weißt du was? Die Zeit mit dir war gar nicht übel, du warst der Erste, der nett zu mir war. Da hat ja Piccolo das erste Mal Gefühle gezeigt, hat geweint, hat gesagt, Gohan fliehe, er hat sich um andere Sorgen gemacht. Hier hat er sich hauptsächlich um Gohan Sorgen gemacht. Er hat die Zeit mit Son Gohan genossen, die der Hauptgrund dafür war, dass Piccolo gut wurde und er nicht mehr die Weltherrschaft anstrebt. Und dieser ausschlaggebende Punkt war Son Gohan. Überlegt euch einfach mal, was ein Plot-Twist, dass der Sohn von dem Menschen oder Saiyajin, der seinen Vater getötet hat, der Grund ist, dass Piccolo gut wurde. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass Piccolo selten Gefühle zeigt und daher es auch schwer ist, manchmal ihn einzuschätzen. Aber ich denke, in dem Fall kann man ihn gut einschätzen bei den Beispielen, die ich nenne. Das wollte ich nur erwähnen, weil Piccolo zeigt nicht oft Gefühle. Aber auch das Training mit Son Gohan war der Hauptgrund, wie ich es schon gesagt habe, dass Piccolo sich verändert hat. Deswegen finde ich auch, dass Kind Gohan oder Kid Gohan einer der wichtigsten Charaktere aus Dragon Ball ist, denn ohne ihn wäre Piccolo nie so geworden, wie er ist. Dann machen wir auch schon einen Sprung auf Namek. Piccolo hat erfahren, er ist ein Namekianer, sein Heimatplanet ist Namek und diesen kann er durch den Wunsch von Gohan betreten. Er wird wiederbelebt, er vereint sich mit Nail und man sieht auch sichtlich, dass er darüber sauer ist, was auf seinem Heimatplaneten passiert und was mit den Namekianern passiert, also was Freezer diesen angetan hat. Und er will Rache. Und wieder kämpft Piccolo nicht für sich selbst, sondern er kämpft für andere. Er kämpft für das Volk der Namekianer und für Namek. Dann im Kampf gegen Freezer hat er sich wieder selbst geopfert. Das war eine Selbstopferung von ihm gegen die vierte Form, wo Son Goku die Genki-Dama aufladen wollte. Und er ist auch in den Todesstrahl von Freezer reingesprungen, als er Son Goku damit töten wollte. Also hat Piccolo sich wieder geopfert, aber dieses Mal für den Mann, den er eigentlich immer schon tot sehen wollte, hat er sich geopfert für Son Goku. Und da hat man gesehen, dass Piccolo nie wieder dieser böse Charakter sein wird, wie er mal war. Denn Piccolo hat sich für diesen Mann geopfert, den er eigentlich, wie gesagt, schon immer tot sehen wollte. Und hier war, wie gesagt, der Moment, Piccolo wird nie wieder ein böser Charakter. Dann habe ich noch einen kleinen Moment, der irgendwie zwischendrin kommt, von meiner Meinung nach. Piccolo lässt Gohan seine eigenen Erfahrungen machen, aber wenn er merkt, Gohan braucht seine Hilfe, ist er immer für ihn da. Denn Son Gohan und Piccolo sind nicht nur Meister und Schüler, sondern die beiden sind beste Freunde. Dann in der Cyborg-Saga könnte man auch wieder sagen, Entwicklung von ihm, er hat mit Goku und Gohan die Jahre trainiert, bis die Cyborgs auftauchen. Aber ein wichtiger Punkt in der Cyborg-Saga war, Piccolo tut etwas, was man sehr gemerkt hat, was er nicht tun will. Und das ist, er fusioniert mit Gott und nicht wieder, um sich selber zu schützen, sondern um die Erde zu schützen. Denn die Erde bedeutet ihm jetzt auch was, denn er hat Menschen,
die ihm was bedeuten. Und daher will er jetzt nicht mehr für sich selbst kämpfen, sondern er kämpft nur noch für andere. Er stellt sich wieder hinten an. Dann im Kampf sehen wir wieder, dass Piccolo Gefühle zeigt, denn er ist sichtlich davon erschrocken und hat auch sichtlich Angst, dass Gohan von Cell getötet werden könnte. Und er macht auch eine Ansage an Son Goku, dass Son Goku Gohan vielleicht falsch eingeschätzt hat. Also hier merkt man ganz klar, der Piccolo, der am Anfang nur an sich selbst gedacht hat und nie an andere gedacht hat, ist komplett verschwunden. Es gibt diesen Piccolo nicht. Dieser Piccolo, der in der Cell-Saga gesprochen hat, ist der liebe, aufmerksame Piccolo, der sich Sorgen um seine geliebten Menschen macht. Dann springen wir schon zur Buu-Saga. Piccolo sprengt im Kampf gegen Buu den Raum von Geist und Zeit, weil er denkt, Gotenks kann nicht gewinnen. Und er hätte Piccolo sein Leben hinten angestellt, um die Erde und das Universum zu retten. Also Piccolo tut nur noch Dinge, um die Welt zu retten und nicht, wie es am Anfang war, was übelster Plot-Twist eigentlich ist. Piccolo, der eigentlich die Welt beherrschen wollte, rettet sie dauerhaft mit den anderen Z-Fightern, was ich einfach so geil finde in seiner Charakterentwicklung. Dann in Dragon Ball Super ändert sich nicht so viel an seinem Charakter, da ist sein Charakter schon 100% gefestigt. Er opfert sich für Gohan gegen Freezer, er trainiert Gohan auf den Wunsch, wo man aber auch merkt, dass Piccolo sehr angefressen ist, dass Gohan nichts aus seinem Potenzial gemacht hat. Da merkt man richtig, dass Piccolo seine Rolle als Meister liebt, denn er ist auch oft Babysitter für Pan und keiner kann mir sagen, dass man jemals gedacht hätte, dass der Sohn von Oberteufel Piccolo sich um ein kleines Kind sorgt und es sogar später trainiert, wie wir in Dragon Ball Super Super Heroes gesehen haben. Wie geil ist das denn, dass diese Son-Familie, sei es Son Goku, Gohan, Goten, Pan, Piccolo so weit gekriegt haben, dass er selbst Babysitter spielt und ihm bedeutet auch Pan was. Er schützt die Gohan- oder Son-Familie mit seinem Leben, also Son Gohans Teil der Familie. Bei Goku macht er es nicht so oft, weil er weiß, dass Goku stark genug ist, aber er würde sein Leben für Son Gohans Familie jedes Mal geben. Und das hätte niemand am Anfang von Dragon Ball Classic gedacht. Also, ihr seht, aus dem Piccolo Junior ist einer der liebsten und besten Charaktere geworden und das eigentlich alles nur durch Son Gohan, was eigentlich ein kranker Gedanke ist, denn es ist der Sohn von seinem ersten richtigen Ernstfeind und dabei auch noch von dem Menschen, der ihm eigentlich sein Vater genommen hat. Dieser Sohn hat Piccolo so entwickelt oder hat die Entwicklung von Piccolo so angeregt, dass Piccolo eine der krankesten Entwicklungen in Dragon Ball hingelegt hat. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.